In der neuen Version Magic Suite Deluxe 2024 gibt es jetzt eine neue Schaltfläche, wobei neu etwas übertrieben ist. Es ist eine alte Schaltfläche im neuen Gewand. Darum geht es in diesem Video. Schauen wir uns einmal das Projektfenster hier unten an. Auf der linken Seite des Projektfensters befinden sich ja die Spurköpfe, also diese Steuerungsfunktionen für jede Spur. Und hier hat Magix jetzt ein neues Icon bekommen. Vielmehr ist das alte Icon durch ein neues ersetzt worden. Es geht hier um den Lautsprecher. In der früheren Version, ich zeige hier mal ein älteres Video. In der früheren Version haben wir hier ein großes M gehabt. Der Buchstabe M rührt daher, weil man damit die sogenannte Mute-Funktion aktiviert bzw. deaktiviert hat. Also die Stummschaltung einer Audiospur und die Unsichtbarschaltung bzw. Sichtbarschaltung einer Videospur. Und das hat sich nun schlicht geändert. Statt diesem M gibt es nun in der neuen Version hier halt diesen Lautsprecher. Die Funktion ist dabei gleich geblieben. Wenn ich hier auf den Lautsprecher vor einer Videospur klicke, dann wird eben die Videospur unsichtbar. Sämtliche Bildinhalte, sämtliche Videoinhalte werden auf dieser Spur jetzt unsichtbar. Und wenn ich hingegen hier unten auf einer Soundspur den Lautsprecher anschalte, dann wird diese Soundspur eben gemutet. Wenn man jetzt die Mute-Funktion aktiviert, also eine Audiospur stumm schaltet oder eben eine Videospur, eine Bildspur unsichtbar schaltet, dann wird das hier durch eine orangefarbene Färbung bzw. durch ein durchgestrichenes Lautsprechersymbol symbolisiert. Bleibt noch ein Aspekt zu verdeutlichen. Ich drücke dazu einmal Y auf meiner Tastatur und gelange so in die Programmeinstellungen. Und hier im Register Video und Audio gibt es eine wichtige Programmvoreinstellung, die ab Werk sozusagen aktiv ist. Diese hier, Video, Audio auf einer Spur. Wenn man also ein Videoobjekt auf einer Spur platziert, das, und das ist ja der Regelfall, sowohl Video- als auch Audioinformationen enthält, wirkt sich diese Schaltfläche dann natürlich auf beide Komponenten gleichzeitig aus. Mit anderen Worten, wenn wir diese Schaltfläche hier aktivieren, so dass sie hier eben orangefarben bzw. durchgestrichen dargestellt wird, wird sowohl die Audioinformation unhörbar als auch die Bildinformation unsichtbar. Vom Prinzip her selbstverständlich, aber ich wollte das an dieser Stelle einfach nochmal eindeutig formulieren. Da wir gerade dabei sind, das Fenster Programmeinstellungen bietet, wie du vielleicht weißt, eine Menge Voreinstellungsmöglichkeiten. Was sich hinter den einzelnen Funktionen verbirgt und was man hier am besten einstellt, zeige ich dir in insgesamt 5 Videos, die ich in einer Playlist zusammengelegt habe und die ich dir hier oben verlinke. Wenn du das Ganze gerne noch einmal in Ruhe nachlesen möchtest, darf ich dir mein aktuelles Buch empfehlen. Hier findest du sämtliche Funktionen, die du hier siehst, in Schriftform erläutert. Okay, dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du, falls noch nicht geschehen, meinen Kanal abonnieren würdest. Ja, dann bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.